da. Na, nicht ich. Feuerpower, Feuerpower. Power, Feuer. Bums. Scheiße, ich habe doch gerade was gehört. Okay, es ist kein Fernkämpfer dabei. Sehr schön. So, nur ist aber doch da, ha? Genau, nur ist er da. Na denn. Könnte ich hier was rausnehmen, ohne dass sie mich angreift? Art Skellige Architon. Cool. Passt. Das ist ein Söldner, der gerade nichts mitbekommen hat. Das ist ein Söldner. Noch einer. Noch ein Söldner. Ach, da ist er. Bist du Quinto? Ja. Höchstpersönlich. Mit wem habe ich die Ehre? Heda! Das gefällt mir nicht. Hexer! Bleib gefälligst vom Käfig weg, klar? Du drohst mir, um Geld zu sparen und schmiedest Ränke mit meinem Gefangenen? Schluss damit! Ja, was hat er denn getan? Womit ist er euch denn auf die Zehen getreten? Uns nicht. Er hat sein paar Bankiers besorgt, die wollen jetzt seinen Kopf sehen. Gegen Gold. Und da Meister Hans von Zideris so geschäftstüchtig ist, hat er mich geschnappt und will die belohnen. Hat dir jemand das Wort erteilt? Halt den Rand! So, ohne Quinto gehe ich nie. Ich brauche Quinto. Lebendig. Und ich brauche Geld. Jede Menge. Lässt sich holen. Mir egal ist, wer mich bezahlt. Du oder die Bankiers. Ich sag ja, äußerst geschäftstüchtig. Und ich sage, halt den Mund. Hör auf, dazwischen zu quatschen. Wo war ich? Richtig. Ich soll ihn gehen lassen? Bezahlt. Zum Spezialtarif. Du hast mich geplündert. Jetzt bin ich dran. Du fühlst dich auf wie ein Fischwalb. Ja, der fühlt sich wirklich auf wie ein Fischwalb. Ach, berühmter Söldner heißt es. Aber er führt sich auf wie ein altes Fischwalb. Kronenzehen. Nichts als Kronenzehen. Was? Ich lass mich doch von einem Mutanten nicht beleidigen. Ich hab mich in Hagge bewiesen. In Dillingen, in Brenner. Alles oh, lange her und sicher zur Hälfte gelogen. Ein großes Mundwerk hast du aber. Oh, das hat wehgetan. Erst betrügst du mich, dann beleidigst du mich. Nimm das zurück, Bastard. Mach's Maul auf und nimm's zurück. Nein. Na gut, ich nehm's zurück. Ich hab ne bessere Idee, Kämpfium. Nee, das muss jetzt nicht sein. Beruhige dich, sonst fällt dir noch der Helm ab. Ich nehm es zurück. Zufrieden? Ich rate dir, bring mich bloß nicht auf. Nun zahl oder zisch ab. So, wie wär's mit einer Partie Quint? Ja, das wäre natürlich das Idealste. Das ist doch für Langweiler. Warum spielen wir nicht um Quintos Freiheit? Warum? Scheiße, ich weiß nicht, was der für ein Deck hat. Kostet sein Kopf aber das Doppelte. Abgemacht? Abgemacht. Zum Teufel, von mir aus. Ich drücke die Daumen. Scheiße. Scheiße. Fraktionsvorteil, das Kartell beginnt. Oh, ja. Wow, 1, 2, 3, 4 von denen auch noch. Das sind dann 4 mal 16. Dann sind wir bei 24, 64. Okay, der kann noch geändert werden. Sehr gut. Ja, und die anderen sind dann noch die Strategiebelagerung, die ich immer fahre. Was war das? Ach so, der, nee. Zieh eine Karte? Ja. Oder? Zieh zu Beginn eine extra Karte. Na, ist jetzt nicht so schlimm. Haben wir hinbekommen. Dann hauen wir der mal noch dies rein. Bester Spion aller Zeiten. Oh, am besten noch diesen Spion. Uiuiui, jetzt wird's aber, jetzt wird's happig hier. Diesen Spion. Ist eigentlich dumm, die Spione jetzt zu machen, weil die in der zweiten Runde wiederbelebt werden und, gegen mich kommen. Ist nicht so toll. Wieso hat er das jetzt genau gemacht? Hm. Na gut, dann fahren wir erstmal ein paar Belagerer. Ein Gegner hat zum Glück gepasst. Sehr schön. Warte mal, 18. Komme ich genau auf... Kann ich die hier nehmen? So, erste Runde gewonnen. Noch eine extra Karte.
Ah, geht so. Nahkampfkiller. Wollen wir es zum Wiederbeleben? Nein. Nehmen wir das hier wieder rein. Verstärker braucht man nicht. Dann eventuell... den könnte man noch behalten. Die Nahkämpfer werden wir eh spielen. Nehmen wir erstmal das hier. Und dann nehmen wir... na gut, dann nehmen wir erstmal die Nahkämpfer mit rein. Das Dumme ist... oh, jetzt kommt natürlich genau das Ding. Sehr schön, er zieht wieder zwei Karten und ich habe Probleme. Echt toll. Dann nehmen wir noch einen Nahkämpfer. Er hat 100 pro irgendeine Killerkarte, die gleich kommt. Nee, hat er nicht. Okay. Ah, natürlich sind die Zwerge nicht auf seiner Hand. Schade. Es sind aber 15. Würde ich die jetzt spielen? Ja, dann spielen wir die, machen die 15er erstmal weg. Haben wieder ein paar Punkte gut gemacht. Ah, schön, jetzt sind die leider weg. Aber noch eine Besiegerkarte hat er hoffentlich nicht. Jetzt kommen noch mehr Zwerge, oh Gott. Nehmen wir das. Hat er noch eine Vernichterkarte, hä? Hat er noch eine? Scheint nicht so zu sein, aber die Verstärkung ist jetzt gemein. Toll. Nehmen wir den. Oh, Regen. Regen ist uncool. Aber hat nur noch zwei Karten übrig. Mal schauen, wie die ausgehen. Dann nehme ich mal die gute Ciri mit rein. Oh, eine Wechsel. Oh je, je, je. Wir nehmen das. Hat er Vernichter oder hat er keiner? Ja, hat natürlich eine Vernichterkarte noch dabei. Cooles Ding. So, dann hauen wir erstmal das rein. Sind wir genauso stark. Und jetzt können wir noch einen Nahkämpfer mit reinnehmen. Irgendeinen. Und liegen vorn. Yes! Ein paar Punkte gemacht. Sehr schön. Taktisch exquisit. Rechnen wir es auf. Ich habe gewonnen. Ungeschickt, Hans. Ein Tretogor-Manöver mit solchen Karten? Bring ihn weg, bevor mir der Kragen... Aber wie bist du? Grete, gestern. Ich habe auf einen ruhigen Augenblick gewartet. Der Hexer war schneller. Das war meine Arbeitsprobe. Also, sag mir, wozu brauchst du mich? Um etwas zu öffnen. Ich habe Arbeit. Wir haben uns leider ausgesperrt. Du müsstest mir etwas öffnen. Nicht so klein wie ein Käfig. Klingt interessant. Lass die Details hören. Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt. Klopf an und frag nach Schafgarbenextrakt. Desto schlimmer wird's. So, haben wir das. Jetzt brauchen wir nur noch Hugo Hoff. Evelyn Gallo wäre zwar ziemlich nett, aber... Hugo Hoff, wirklich die bessere Variante. Whee! Gerade in Bezug auf... ja, was hat er denn? Erkannt werden. Keine Ahnung, wie der da hochgeklettert ist, aber... eigentlich ist es ja besser, größer zu sein beim Klettern. Weil dann kann man sich ja besser irgendwo... ja, die Reichweite ist einfach größer. Das heißt, Evelyn Gallo wäre eine bessere Wahl. Aber wie das jetzt mit dem Hugo Hoff ist... Sollen wir überhaupt Novigrad oder Ochsenfurt?
Ach so. Lang lebe, etc. 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 Gut. Der ist zum Speien. Oh Gott, dann muss er mal speien hier. Dann muss er mal speien. Komm dann. So, wunderschön. Das gibt er jetzt nicht. Du. Ja, Deepwater Horizon. What? Was kann denn das gute Deepwater Horizon so? Aber egal. Dann klopfen wir mal an. Hey, ist da jemand? Anscheinend ist der Zwerg nicht da. Oh fuck. Was ist denn hier passiert? Blut. Sieht nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Ah, Blut. Fuck. Jemand hat sich den Kopf an dem Balken aufgeschlagen. Barfuß. Frische Spur. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn hier jemand den Kopf aufguscht, dann ist der Zwerg ja auch keine gute Wahl, oder? Es ist auch nicht so schön. Was hat man denn noch? Oh je. Blöde Gauner, was wollen denn die? Bis aufs Sterben, ne? Bums. Dann nochmal, weil es so schön war. Und dann gleich nochmal. Gut, besiegt. Ich muss ihn finden. Schnell. Verdammt. Blut. Noch feucht. Sonst nichts. Hier endet die Spur. Oder geht unter Wasser weiter. Sehe ich auf dem Grund des Meeres um. Ach du meine Fresse. Okay, dann gucken wir uns nochmal an, was denn hier in diesem Brief stand. Durchnässter Brief. Hümke, trommel die Jungs zusammen. Wir haben einen Auftrag. Es wird Zeit, dass Hugo Hoff für immer im Panther verschwindet. Bring als Beweis ein Ohr mit. Anscheinend hat euch auch Ewald Interesse an Hoff. Pass also auf dich auf. Ewald, wer ist Ewald? Scheiße. Reisen, Erdöl, Golf Mexiko, Verkauf verschiedener schwere Versäumnisse. Fuck, er ist tot. Dann hat sich meine Wahl wohl geklärt. Naja. Kehren wir mal zum Ufer zurück. Verdammt. Bei den Fischen. Ich muss Eveline finden. Kein Zweifel. Wir lassen den natürlich auch da drin. Das ist die Nachgeschichte von diesem Vorfall nochmal. Okay. Tage später unterwegs sind. 11 Arbeiter kamen ums Leben. Das ausströmende Öl führte zu Ölpässe im Golf von Mexiko. Ach, das Ding. Okay. Oh Gott, 700 Meter? Wo ist denn Evelyn Gallo da überhaupt, hä? Wenn er 700 Meter Pferd reiten müssen, hä? Das ist ja sonst was für sein. Aber dieses Ölbohr-Dingens, das habe ich schon mal gesehen. Zumindest den Trailer davon schon. Komm schon, Plätze, sagt er. Ja, nicht den Kopf einrennen hier, den brauchen wir noch. Komm schon, sprinte doch mal. Wir sind doch langsam aus der... Jetzt, nein, endlich. Wobei, wir haben hier einen schnellen Reisepunkt. Die Faulheit siegt doch. Aber filmig ist es doch schon sicherlich ansprechender. Ich fand den Trailer richtig gut. Dann zeigst du mir den Schwert. Nein. Das Schwert wird nicht gezogen. Es ist nur zur Deko da.
Nein. Das ist die Evelyn und sonst wer. Wem kann man denn hier noch rechnen? Zwie zwar Zirkusarbeiterin. Komm. Bleib hier nirgendwo feststehen. Zirkusknecht. Bauer. Ein Bauer, der. Ich wollte Clown zu ihm sagen, aber gut. Was bist du denn? Bauer? Was ist mit ihr? Der Barde. Wir sind kein Grießkram. Wir sind Graubart. Und der Bart scheint... Ich weiß nicht, ob er gewachsen ist. Hoffen wir einfach mal. Was seid ihr denn hier? Sobald wir Ärger haben, muss ich uns raushauen. Wie in Maribor. Erinnerst du dich an Maribor? Liebling, bitte wechsle nicht das Thema. Darf ich es wechseln? Kommt drauf an. Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Bist du Eveline Gallo? Hermeline? Nur für Freunde. Fluster dich nicht auf, Merin. Und du, red schon. Was willst du? Ich hab einen Auftrag. Ich würde gerne allein mit dir reden. Willst du für mich arbeiten? So, nehmen wir mal das. Ich möchte unter vier Augen reden. Eveline hat keine Geheimnisse von mir. Und... Und du sollst die Bänke aufbauen. Und zwar jetzt. Aber... Da ist aber jemand angepisst. Also gut, das gibt's noch mal nicht. Von vorne. Was willst du? Ich habe Arbeit für dich. Wirklich? Was für eine? Anonyme Vorstellung. Kein Publikum. In einem gewissen Auktionshaus. Lohn, so viel du tragen kannst. Wie ein Spitzel siehst du nicht aus. Aber es gibt da ein Problem. Das da wäre. Lass mich raten. Ein Monster soll dran glauben. Bin ganz ohr. Worum geht's? Immer raus damit. Was für ein Problem. Wir haben eine Vorstellung. Sie ist ausverkauft. Und jetzt ist unser Freund und Kollege Falkenauge Wann irgendwie blind geworden. Hat zweifelhaften Fusel getrunken. Traurige Sache. Aber darum geht es nicht. Wir müssen seinen Platz einnehmen für die Vorstellung, aber die oder? Leute warten. Entweder wir finden einen Ersatz für ihn, oder wir müssen den Eintritt zurückgeben. Wäre kein Problem, wenn wir das Geld noch hätten. Ja, wenn sie das Geld noch hätten. Was haben sie mit dem Geld gemacht? Dämmert, was du willst. Dann komme ich zur Sache. Spring für Wann ein, dann helfe ich dir. Was muss ich tun? Durch brennende Reifen springen? Nein, du musst mit der Armbrust ein Ziel treffen. Ja, geil. Dann machen wir mal die Vorstellung. Ich bin nicht schlecht mit der Armbrust. Ich mach mit. Klasse. Fangen wir an. Die Leute werden unruhig. Was denn? Sofort? Keine Proben? Was gibt's da zu proben? Fuck, ich hab keine Ahnung, wie man nochmal zielt. Aha, also gut, dann los. Na schön. Jetzt oder nie. Starten wir. Das gefällt mir. Wer wagt, gewinnt. Geschissen auf die Risiken. Los! Naja, die Sache mit den Risiken ist so ein Ding beim Einbruch. Des Abends. Vor euch steht Geralt von Riva, Schützenkönig von Angren, Dol Blatana und Bindegarn. Scheiße. Muss ich auf dem Ab... Oh Gott, nein. Nein. Ach du Scheiße. Aber ich... Psst, Geralt. Armbrust schnappen, ran an den Speck. Auf was werden wir schießen? Junge, immer am Game. Ja, natürlich, immer. Oh Gott. Schieß dem reinigen Eichhorn voll in die Birne. So, dann, los geht's. Und dann nehmen wir noch. Komm schon, das hier. Und das letzte. Okay. Wir haben Armbrust auf die Äpfel. Wie viele Äpfel hatten er noch? Es waren vier. Passt. Und er hat seinen Kopf noch. Sehr schön. Zum Schluss trifft man sich morgen in der Uni. Danke fürs Zusehen. DS3 aufgegeben? Nee, DS3 nicht aufgegeben. Nur Witcher noch nicht beendet. Ich kann die Spiele ja nicht halb zu Ende lassen. Weißt du,
Ich dachte nicht, dass ich den Albtraum überlebe. Gut gemacht, Geralt. Na, das war die erste Vorstellung. Was ist mit der nächsten? So, ja, du bist eingestellt und ab zum Kräuterhändler. Kennst du ihn? You died. Again. ein Geheimnis. Herrlich. Bis später, Hexer. Ah, nee, liegt, denke mal nicht. Wie gesagt, ich bin erstmal mit dem Witcher. Er muss noch fertig gemacht werden. So, jetzt brauchen wir nur noch das Abführmittel für einen kleinen Zauber. Zeit für ein bisschen Alchemie. Wie Abführmittel. Reinigungsmixtur, so kann man das auch nennen. Okay. Nutze deine Hexersinne, um die redanische Armee zu verwirren. Ja, machen wir doch gern. Wo müssen wir denn erstmal ein bisschen dahin? Nur noch 4 Level, dann 70. Ja, nice. Na, Bonnie. Immer schön die Contenance fahren. Niemand darf passieren. Halt! Erst Kriegsabgaben zahlen. Was? Schon wieder? Was soll das denn? Zahlen! Hab ich einen Axi über? 100? Das wird immer mehr. Ich hab schon gezahlt. Ich hab schon gezahlt. Einmal reicht. Spion, festnehmen! Was geht hier vor? Ich berichte die Festnahme einer verdächtigen Person, mein Herr. Ein Spion. Hexer taugen als Spione so viel wie du als Gouvernante. Wenn ich euch nochmal beim Gelderpressen finde, landet ihr schnurstracks an der Front. Der Ostfront. Du, Hexer, mach einen großen Bogen um diese Gegend. Danke. Leb wohl. Nochmal Glück gehabt. Oh Gott. Geht mal einmal zum anderen Eingang rein, ne? Und dann, ist mein Arm. Was werde ich von euch erfahren? Hauptgefreiter Wenzel. Wie ist dieser Arsch eigentlich bei uns gelandet? Er hat sich freiwillig gemeldet. Angeblich musste er die Ärzte bestechen, damit er eintreten durfte. Ist er verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen? Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Schade. Dann brauchen wir die anderen Eingänge. So, was haben wir denn hier? Wollen wir jetzt auch mal sehen, wie geht's? Nach durchmachen. So. Zwischen schnell auf, ja, genau. Tipptopp. Bin neu weg, Peace. Ja, und dann ist er weg. Der gute Pinky. Hast du's eilig? Ja, dann müssen wir rein. Natürlich ist A. Was werde ich von euch erfahren? Dieser, Horst Borsodi. Hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Tja, ich denke nach. In so eine Dynastie einzuheiraten, das wäre ein Leben in Saus und Braus. Ich rate dir, dich lieber nicht für die Borsodis zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Ärger, mein Freund. Nur Ärger. Nichts von Interesse. Ah, dann braucht man nochmal irgendwas. Da hinten unten belauschen wir auch noch einmal. Sollten wir Mr. Blue taufen. Ja. Beziehungsweise Mr. Lila, bei mir ist es zumindest so. Oder grün. Sehr los. Ja. Was werde ich von euch erfahren? Fischeintopf zum Abendessen. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Heute Morgen bin ich durchs Westtor gekommen. Hab Martin am Pier gesehen. Mit einer Angel in der Hand. So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Er tut was, um unsere Mahlzeiten aufzubessern. Ja, wenn er nur mit dem Knoblauch etwas sparsamer wäre.
Der Pier beim Vestor. Sollte leicht zu finden sein. Sehr schön. Pier, Vestor, genau die andere Seite. Moment, Vestor? Doch, das ist das Tor, von dem ich normalerweise gekommen bin. Bei dem der Schnellreisepunkt nicht funktioniert. Ah, so ein Müll. Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Lass mich, dein Atem. Oh, pass doch auf. Zehn und Wodka. Aber ich werde dich ja nicht mit dem Mund vögeln, Süße. Boah, was ist da hier? Was ist jetzt? Dora, der Explorer. Warum denn? Sollen wir dann helfen wir mal. Können wir machen, aber dein Gesicht musst du in einem Sack verstecken. Ey, komm, so schlecht sehen wir gar nicht aus. Lass sie zuerst gehen, verschwindet, sonst mache ich euch fertig. Der Mann hier. Lass die Frau gehen, dann können wir kuscheln. Sie nee, hat, oder? Dieser räudige Köter gibt uns Befehle. Zeigen wir ihm, wer das Sagen hat. Macht ihn fertig! Los! Ja. Oh, fuck. Oh, kein Boxen hier. Au! Ey, das ist so mies. Fuck, ey, die haben mich beinahe gekillt. Alles in Ordnung? Ja, ich hätte es auch alleine geschafft. Aber trotzdem danke. Ja, alleine, genau. Du hättest es alleine geschafft. Du hättest es geschafft. Gegen diese Männer? Ganz alleine? Klar doch. Knie in die Eier, Ellbogen in die Kehle, fertig. Ja, Ellbogen in die Kehle, das geht bei einem gut und die anderen halten einen fest. Dann hat man schon mal ein Problem. Soll begleiten wir sie mal nach Hause. Hey, langsam. Ich bin dankbar, aber ich steige deshalb nicht mit dir ins Bett. Ich begleite dich nur. Mehr nicht. Wenn das so ist... Ja, komm. So, dann Quest verfolgen, weil das ist jetzt... Eskortieren wir sie. Wie weit müssen wir denn da laufen? Bestimmt nur um ein oder zwei... Meister Hexer, hilfst du den Leuten immer umsonst? Manchmal umsonst. Meistens gegen Bezahlung. Puh, ich hatte schon Sorge, dass du nicht ganz normal bist. What the fuck? Wir sind da. Du hättest dir die Mühe wirklich nicht machen müssen. Naja, sicher ist sicher. Das mag sein, aber sicher ist sicher heutzutage. Pass auf dich auf. Bist du ein Hexer? So. Nee, die Störung brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen Hexergemisch. Und davon. Wow, sind wir gleich da. Hehe, schönes Ding. Ja, und den Plan muss ich auch nochmal anbringen. Stimmt. Einfach mal dick, fett. Ich könnte es eigentlich gleich in den Streamtitel reinschreiben. Dann ist es ja so offensichtlich. Ja, Besuch im Tagesabend kann ich dann hören, überrede ihn zu dir zu helfen. Ja, machen wir. Tagesanbruch. Wann ist ein Tagesanbruch? In ein paar Stunden. Das muss der Koch sein. Du bist der Fischer. Schönes Ding. Blue Martin. Guten Tag. Beißen die Fische? Ja, tun sie. Mit